Du gehst mit deinem Hund spazieren, alles prima, alles super, aber auf einmal taucht hinter einer Weggabelung ein Fremdhund auf. Dein Hund sieht den Fremdhund, du denkst dir schon, oje, oje, du rufst ihn, dein Hund bleibt vielleicht sogar noch stehen, fixiert aber den anderen Hund, vielleicht schaut er auch noch mal kurz zu dir nach hinten, aber dann passiert das, was auf gar keinen Fall passieren darf. Dein Hund startet durch zum anderen Fremdhund hin, belästigt den anderen Hund und Halter und du könntest einfach im Boden versinken. Ja, vielleicht wirst du vom anderen Hundehalter noch blöd angemacht, dass du doch deinen Hund besser im Griff haben sollst und warum lässt du ihn denn jetzt hier überhaupt frei laufen, wenn du ihn nicht unter Kontrolle hast. Dieses Problem haben ganz viele andere Hundehalter auch, also mach dir schon mal keine Sorgen, du stehst damit nicht alleine da. Das Problem ist hierbei, dass ganz viele da draußen von euch glauben und erzählt bekommen, man müsse sich für den eigenen Hund einfach viel, viel interessanter machen, dass er eher auf den Rückruf hört. Oder man muss hier nur über die Motivation arbeiten, ja, also den Hund immer richtig schön anfeuern und immer jawohl und Party machen, damit er gerne zu einem zurückkommt und quasi das Ganze viel, viel interessanter für ihn ist als der andere Reiz. Auf der anderen Seite gibt es diese Menschen, die glauben, hey, mein Hund, der ignoriert mich und ich muss mich hier einfach durchsetzen. Diese Menschen werden dann oft immer lauter und lauter und lauter und das sind dann so diese typischen Hundehalter, die dann so in der Gegend umher schreien, wenn der Hund nicht hört, so nach dem Motto, Pfiffi, ey, ja, und immer lauter, lauter, lauter werden, aber im Endeffekt haben sie ihr Hund ja trotzdem nicht unter Kontrolle und das Ganze bringt nichts. Denn in Wahrheit ist es so, dass ich zum einen nicht mit einem richtig starken Reiz, wie zum Beispiel einem Reh, einem Hasen, der wegläuft oder einem Fremdhund, hier kann ich einfach nicht konkurrieren, wenn ich glaube, dass ich mich hier viel interessanter machen muss, dass mein Hund mich dem anderen Reiz vorzieht. Das Ganze kann gar nicht funktionieren, weil ich definitiv niemals so interessant sein kann wie ein wegrennender Hase oder ein Fremdhund oder irgendwas anderes, was dem Hund gerade mal richtig wichtig ist. Auf der anderen Seite bringt es hier auch nichts, wenn ich nur über die Motivation arbeite. Natürlich macht es Sinn, dass mein Hund gerne mit Freude zu mir zurückkommt. Aber das Problem ist doch, wenn mein Hund meinen Rückruf ignoriert, startet durch, geht zum anderen Fremdhund hin, ja, hat er ja im Endeffekt Erfolg. Das heißt, er lernt, ich kann auf den Rückruf hören, muss ich aber nicht. Und dann, wenn er durchstartet, ist das für den Hund natürlich selbstbelohnend. Und ja, er hat damit einfach Erfolg und sagt, hey, super, ne, das ist jetzt viel, viel interessanter. Ja, ist ja schön, wenn man Mensch da hinten ruft. Aber hey, da ist ein Fremdhund, da ist Spiel, Spaß, Spannung, hey, da ist ein anderer Hase, jawoll. Ja, das lernt der Hund, dass das hier eine viel, viel höhere Motivation ist, ne, dass er hier viel mehr Bock hat, einfach hinter dem Hasen zum Beispiel herzuspringen und das dementsprechend auch macht. Wenn ich jetzt zu den Menschen gehöre, die hier sich durchsetzen wollen und dann immer lauter werden, immer energischer in der Gegend rumschreien, Pfiffi, hier, ja, dann gehöre ich zu den Menschen, die dann so eine gewisse Gewaltspirale einfach aufbauen. Das mag beim ersten, zweiten Mal noch funktionieren. Ja, Mensch speichert sich ab. Hey, wenn ich lauter werde, dringe ich eher zu meinem Hund durch und das funktioniert. Hund merkt aber nur, hey, es ist ja trotzdem nichts anders wie sonst. Ich muss ja trotzdem nicht auf den Rückruf hören. Das heißt, hier muss der Mensch immer mehr Energie da reinlegen. Das heißt, er muss immer lauter werden, damit er zu seinem Hund durchdringt. Dem Hund ist das ab einem gewissen Punkt einfach egal. Da muss ich noch lauter werden, noch lauter werden. Und hier habe ich irgendwann auch keine Chance. Ja, also dann kann ich mir die Seele aus dem Leib schreien. Das ist meinem Hund irgendwann auch egal, weil er stumpft hier einfach nur ab. Deswegen macht auch einfach dieses immer lauter, lauter, lauter werden auch überhaupt keinen Sinn. Die Lösung, wie du dir einen zuverlässigen Rückruf aufbaust, sieht
folgendermaßen aus. Also zum einen musst du das deinem Hund natürlich erstmal über Motivation schön beibringen, dass dein Hund einfach lernt, hey, bei dir ist es schön, das macht richtig Spaß, ne? Und hier, ja, da ganz am Anfang, da müssen wir die Motivation von unserem Hund richtig schön nutzen. Das Ganze muss sich für deinen Hund auf jeden Fall lohnen, wenn er zu dir zurückkommt. Das bedeutet auch, dass du jetzt hier erstmal guckst, was ist für deinen Hund überhaupt eine Belohnung. Was mag er denn? Wo fährt er denn richtig drauf ab? Ja, also nicht immer nur die schnöden, ollen, trockenen Trockenfutterleckerchens rausholen, sondern ruhig auch mal richtig hochwertig Käse nehmen, Würstchen nehmen oder auch mal mit einem Spiel belohnen, sozialer Zuwendung. All das kann ein richtig schönes Lob für deinen Hund sein. Von daher beobachte erstmal deinen Hund, was ist für ihn eine Belohnung, wo hat er richtig Bock drauf, und dann belohne das auch erstmal richtig schön hochwertig, wenn du hier den Rückruf trainierst, ja, dass dein Hund erstmal versteht, was du von ihm haben willst und dass er da richtig Spaß drauf hat, richtig Bock dran hat und gerne zu dir gerannt kommt. Als zweiten Punkt müssen wir das Ganze natürlich auch erstmal schön kleinschrittig aufbauen. Es bringt doch nichts, wenn ich das Ganze jetzt 2-3 Mal bei mir im Garten gemacht habe und jetzt glaube, dass das draußen auf dem Feld, im Wald, bei hoher Erregungslage auch klappt. Das funktioniert einfach nicht, ne? Also hier ist wirklich Kleinschrittigkeit der Schlüssel. Zum Beispiel, dass du hiermit erstmal im Haus anfängst, dann im Garten, dann gehst du mit deinem Hund raus, guckst, wo ist nicht viel los, schön reizarm auf einer großen Wiese zum Beispiel, wo nicht viel los ist, ne, dass ich hier dann immer schön mit meinem Hund den Rückruf einfach trainiere, ja, dass ich ihm sage, hey, super, dass du hier in meiner Nähe bist, dass ich das Ganze richtig schön fördere, dass mein Hund begreift, hey, der Rückruf, das bedeutet nicht nur im Garten, dass ich zu meinem Mensch zurückkommen soll, sondern auch im Wald, auf der Wiese, egal wo er gerade ist, damit er das Ganze erstmal verknüpfen kann, egal wo man gerade ist, was gerade los ist, er muss wissen, was damit einfach gemeint ist, und Hunde lernen nun mal sehr, sehr viel kontextabhängig. Das heißt, sie beziehen die Orte mit ein, wo sie halt gerade sind, die Menschen, die Stimmung, wie ich rufe, ganz viele Faktoren, die einfach so der Hund gerade wahrnimmt. Das Ganze verknüpft er mit dem Rückruf, und deswegen müssen wir das in ganz, ganz vielen verschiedenen Situationen einfach festigen, dass er auch weiß, auch in der Situation, auch in der Situation, auch wenn das ist, auch wenn jenes ist, das bedeutet immer zu meinem Menschen zurückkommen. Und als dritten Punkt müssen wir jetzt anfangen, hier in den Konflikt zu gehen. Das bedeutet, dass jetzt hier auch mal eine Konsequenz folgen muss, wenn mein Hund nicht auf den Rückruf hört, dass er nicht der stärkeren Motivation, dem anderen Hasen, dem anderen Fremdhund nachgeht, sondern dass er genau weiß, hey, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich auf jeden Fall Ärger. Ja, dass er das weiß, und deswegen muss ich hier anfangen, einfach in den Konflikt gehen, eine Konsequenz folgen lassen. Wie kann das Ganze jetzt aussehen? Das bedeutet auch hier wieder kleinschrittig vorgehen. Das bedeutet, ich muss das hier, also die ersten 2 Punkte, erstmal ziemlich lange machen, dass ich mir auch sicher sein kann, hey, mein Hund, der hat es verstanden, denn es macht absolut keinen Sinn, mit meinem Hund in den Konflikt zu gehen, wenn er noch gar nicht so richtig kapiert hat, ja, was soll ich denn überhaupt machen? Wenn er das in der Situation noch gar nicht verknüpft hat, was er überhaupt tun soll, wo er überhaupt jetzt hinkommen soll, was er jetzt machen soll, ne? Da brauche ich gar nicht anfangen, hier irgendwie in den Konflikt reinzugehen, sondern hier muss ich mich erstmal hinterfragen, wenn mein Hund jetzt auf den Rückruf nicht hört, wo bin ich jetzt zum Beispiel? Ne? Wie ist jetzt die Umgebung? Ist die jetzt reizarm? Sind jetzt hier viele Reize? Vielleicht macht es Sinn, hier einfach nochmal ein paar Schritte zurückzugehen und dann wieder kleinschrittig die Reize zu steigern. Dass ich dahin komme, hier meinem Hund einfach zu erklären, was ich in dieser Situation von ihm haben möchte. Da brauche ich definitiv noch nicht in den Konflikt gehen.
Erst wenn ich mit meinem Hund so weit bin, dass ich ihm das schon gefühlt 50.000 Mal in bestimmten Situationen erklärt habe, das heißt, mein Hund weiß ganz genau, was der Rückruf bedeutet, ja, erst dann kann ich anfangen und sagen, hey Freund, ich habe es dir jetzt 50.000 Mal nett erklärt und wenn du es jetzt immer noch nicht gecheckt hast, dann haben wir jetzt ein Problem. Und hier kann so ein sozialer Konflikt einfach dann aufgemacht werden, ne? Dass ich hier einfach auf der sozialen Ebene körpersprachlich mit ihm kommuniziere und sage, hey mein Freund, so machst du das nicht. Ja? Oder aber ganz wichtig, gerade am Anfang, wenn wir kleinschrittig arbeiten, dass man hier erstmal eine Schleppleine dran hat, dass man noch eine Sicherheit hat, falls das Ganze jetzt nicht funktioniert, dass man trotzdem nochmal einen Notanker hat und natürlich auch keine fremden Menschen belästigt, ja, dass man hier einfach auf Nummer sicher geht. Das Ganze kann man aufbauen, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt gucke, wo ist mein Hund abgelenkt, zum Beispiel beim Schnüffeln, ja, dass ich hier einfach beim Schnüffeln ihn anspreche, den Rückruf übe und hier kann ich auch schon anfangen, in den Konflikt zu gehen, das Ganze immer weiter steigern, bis ich auch wirklich in hohe Reizlagen reinkomme und dann auch wirklich beim Fremdhund ihm sagen kann, hey mein Freund, wenn du jetzt durchstartest, dann haben wir echt ein Problem. Diese Komponente darf definitiv nicht fehlen, weil wie gesagt, wenn diese Komponente fehlt und ich nur über die Motivation arbeite, sagt sich mein Hund irgendwann, naja, der Hase, der da jetzt wegspringt, das ist viel, viel geiler, da jetzt hinterher zu rennen. Ja, da renne ich doch lieber hinter den Hasen her, da habe ich viel mehr Spaß, als jetzt zu meinen Menschen zurückzukommen. Deswegen braucht es einfach auch hier noch diese soziale Komponente, wo mein Hund einfach lernt, was ich gehört und was ich einfach nicht gehört, ja, was einfach tabu ist, was er nicht machen darf. Wenn du hier Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei www.matteo-lüderitz.de. Ich coache im gesamten deutschsprachigen Raum und dann können wir uns gerne mal anschauen, wie du den Rückruf schön mit viel Motivation, mit viel Spaß an der Sache aufbaust, wie du über einen längeren Zeitraum schön kleinschrittig das Ganze festigst, generalisierst und dann auch, wie du vernünftig in den Konflikt gehen kannst, ohne dass du jetzt laut werden muss. Ja, das ist ja auch peinlich, wenn man dann draußen rumspringt und immer nur schreit, hey, Bello, komm mal her, hierher. Ja, genau das wollen wir ja nicht. Und da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen, wenn wir mal miteinander sprechen. Ansonsten macht's gut, auf Wiedersehen, euer Matteo.